Ja, ich möchte mich sehr gerne für die Einladung bedanken und Ihnen für Ihr Interesse. Dankeschön. Lassen Sie mich vielleicht einige persönliche Worte als Vorbemerkung machen. Bin jetzt irgendwie aus der Österreicher eingeladen, aber lassen Sie sich von meinem Akzent nicht täuschen. Ich bin eigentlich Amerikaner, aber verdanke mein Deutsch meinem Vater. Und vor 8 Jahren ging das mit dem Deutsch noch nicht so gut bei meinem Interview an der Uni Salzburg. Ich will Ihnen sagen, wie ich zur Populismusforschung komme. Und das fing an, dass ich vor 20 Jahren für das State Department arbeitete und beim State Department wie immer die neuen Botschafter, die die USA nach Österreich und nach Deutschland schickten, die haben dann immer diese Hearings im Congress und die müssten dann immer so ein einwöchiges Seminar durchmachen. Und im Laufe der 90er Jahren war gerade bei den Vorbereitungen der Botschafter für Österreich immer ein gewisser Kärntner Politiker ein Thema, ein gewisser Jörg Haider, der damals eine relativ obskure Partei bezeichnet, die aber in den USA immer wichtiger wurde. CNN hat ihn mal als the most dangerous man in Europe bezeichnet und sogar in amerikanischen Textbooks findet sich, der einzige österreichische Politiker, den Sie jeder drinnen finden. Da finden Sie nie einen Bruno Kreisky, aber der Jörg Haider ist dort drinnen. Und da sagte eine Kollegin zu mir, Herr Heinisch, schreiben Sie doch mal ein Buch darüber. Und ich bin damals nach Österreich gefahren, habe den Sommer den Jörg Haider im Wahlkampf begleitet. Er war sehr amerikanisch, also er hat seine Anzüge in einem Kühlschrank herumtransportiert, um immer frisch zu sein. Hat also eine ganz moderne Wahlkampfstrategie gefahren, also nicht was Altvorderes, sondern ganz was modern Progressives sozusagen in seiner Kampagnenlogik. Und habe ihn dann interviewt, habe das Buch geschrieben, habe mir gedacht, gut, das Thema Populismus ist zu Ende, das ist nur ein Thema, das es in Österreich gibt. Und Sie sehen, dass man dann 20 Jahre später dann eben immer noch mit dem beschäftigt ist, weil eben das nicht nur ein österreichisches Thema ist, sondern das in einem Land nach dem anderen Thema wurde. In derselben Zeit habe ich damals mit meinen Studierenden in Bolivien ein Entwicklungsprojekt betrieben und wir sind im Sommer nach der Sache mit Haider nach Bolivien gefahren und da war in dem Dorf, wo wir waren, da haben wir so ein Waisenhaus im Altiplano gebaut, da war so ein Kongress von Coca-Bauern und da sagte so einer, der wurden wir angesprochen, ja, Sie sind ja ein amerikanischer Professor und da ist ein Kongress der La Cocaleros, ich habe als Kind in Bolivien gelebt, spreche du auch Spanisch, also der Coca-Bauern aus Bolivien, da haben wir so einen unserer Gewerkschaftschefs, ein gewisser Evo Morales, der würde sich gerne mit einem amerikanischen Professor über die Politik unterhalten. Und da hatte ich mehrere Wochen lang immer Gespräche mit diesem Evo Morales, bevor er noch Präsident wurde. Und da fiel mir auf, wie ähnlich sich der und der Haider waren. Das heißt, für mich war damals irgendwo die Offenbarung, man muss das Linke und das Rechte vom Populismus trennen. Da gibt es Dinge im Populismus, die existieren unabhängig der rechten und der linken Dimension, der linken Thematik. Und das waren Dinge, die eben mir sowohl in Haiders idealisierter Sicht der idyllischen Kärntner Vergangenheit auffallen, wie auch in der erfundenen bolivianischen Geschichte der indianischen indigenen Bevölkerung. Das nur ein Beispiel, die Idee mit Evo Morales, nichts könnte falscher sein als die Idee von Evo Morales, dem ersten indigenen Präsidenten Lateinamerikas oder Boliviens. Aber das ist eine andere Thematik für eine andere Diskussion. Worüber ich heute sprechen möchte, ist, wie das jetzt schon angesprochen wurde, dass wir uns 20 Jahre lang mit dem Entstehen des Populismus als neuen Phänomen beschäftigt haben. Dass diese Phase aber zu Ende ist. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, dass die Populisten von den Rändern, von ihren Ghetto-Positionen dabei sind, die Macht zu erobern und in diese Macht vorrücken. Und Österreich spielt ihm hier eine recht traurige Vorreiterrolle. Und man kann sicher einiges, was man bei der AfD jetzt sieht, konnte man bei der FPÖ schon früher beobachten, obwohl die Dinge doch etwas unterschiedlich sind. Politische Gegner werden, wir haben also somit einen eklatanten Verlust der politischen Mitte und die Aussagen von, die wir in Wahlen in Österreich, in Ungarn, in Italien oder in den Tweets von Donald Trump gehört haben, zu Rechtsstaat, zu Außenhandel, Aussagen von Viktor Orban oder die Parlamentsauftritte der AfD haben eines gemeinsam, sie zeigen einen eklatanten Verlust der politischen Mitte und es zielt auf zentrale Pfeiler des politischen Systems westlicher Demokratien hin. Wir sind
und die politischen Gegner sind wiederum Feinde und Verräter, die es zu vernichten gilt. Der bereits angesprochene Jörg Haider war ein früher Vertreter dieses Trends, und wenn Sie die politische Farmlehre in Österreich kennen, dann ist die FPÖ, das sind die Blauen. Und Haider sagte schon 1984, wir, die FPÖ, sind die Blausäure, mit denen wir die roten und die schwarzen Filzläuse vertilgen werden. Donald Trump ruft dazu auf, seine Gegenkandidatin einzusperren und so mancher Leipziger Demonstration im Vorjahr fanden sich Plakate, die die Kanzlerin an den Galgen wünschten. Und der Verfall der politischen Sitten und die Verrohung des politischen Diskurses, verstärkt durch das Internet mit seiner eigenen systemimmanenten Logik, bezeichnet eine nachhaltige Veränderung westlicher Demokratien. Wir hatten gerade in Berlin eine Tagung von Politikwissenschaftlern zur Parteienforschung. Da gab es ewig Diskussionen, wie sehr doch die Grünen in Europa die Parteienlandschaft geändert haben. Und da gibt es immer noch Diskussionen, wie nachhaltig diese Veränderung war. Wenn wir das jetzt vergleichen, was wir jetzt schon am Populismus sehen, da haben wir eine Veränderung, die ist um eine ganze Dimension größer, würde ich mal sagen, wenn wir sehen, welche Auswirkungen das auf europäischer Ebene hat. Nicht alle Manifestationen dieses Ungeistes, wenn wir das jetzt gesamtheitlich betrachten, sind der radikalen Rechten geschuldet, und nicht alle Gruppen und Politiker lassen sich unter dem Begriff Populismus apostrophieren oder verorten. Im Gegenteil, die Medien neigen dazu, alles als populistisch zu nennen, und wenn alles populistisch ist, ist nichts mehr populistisch, denn ein Begriff behält ja nur seinen Sinn, wenn er der analytischen Unterscheidung dient. Dennoch ist das Phänomen des radikalen Rechtspopulismus das, was wir mit den meisten gegenwärtig aufstrebenden Parteien und Politikern in West-, Mittel- und Osteuropa sowie in den USA verbinden. Lediglich in Südeuropa und in Lateinamerika sehen wir klare Tendenzen eines radikalen Linkspopulismus. Wir erleben Wahlsiege rechter Parteien und Politiker neuen Typs, und was sie auszeichnet, ist, dass sie die liberalen Prinzipien der Demokratie in Frage stellen, nicht die Demokratie an sich unbedingt, aber die liberalen Prinzipien, dass sie Tabubrüche begehen, dass sie radikale Aussagen begehen, und zwar im Namen eines wahren, aber vergessenen Volkes. Was ist nun Populismus und was macht Populismus so erfolgreich? Und es gibt viele Definitionen, es gibt viele unterschiedliche Zugänge. Das ist sozusagen meine oder die wir in der politikwissenschaftlichen Forschung sehr oft verwenden. Zunächst muss man drei grundlegende Populismusbegriffe unterscheiden, die wiederum in viele Unterbegriffe unterteilbar sind, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Zum einen kann Populismus ein politischer Stil sein, dann kann Populismus eine Strategie sein und dann kann der Populismus eine Ideologie sein oder ein Frame, aber ich nehme den Begriff Ideologie, weil er wahrscheinlich verständlicher ist, also eine Art Glaubenssystem. Wenn wir vom Aufstieg des Populismus und von den Triumphen populistischer Parteien sprechen, wenn wir das messen in der Politikwissenschaft, dann meinen wir damit den Populismus als Ideologie. Ich meine damit weniger jetzt populistische Aussagen oder Stil oder Mobilisierungskampagnen. Ich werde Ihnen sofort ein paar Beispiele geben. Der Populismus als Stil, das ist der typische Stammtischpolitiker, der mit markigen Sprüchen dem Volk aufs Maul schauend Deftiges von sich gibt. Viele Politiker, auch von anno dazumal, mir fällt Franz Josef Strauß hier zum Beispiel ein, oder amerikanische Wahlkämpfe waren seit den Gründerzeiten voll von überzogenen Behauptungen, von stilistischen Dramatisierungen, von verbalen Schaukämpfen. Dennoch gilt für die amerikanische Politik oder galt für die amerikanische Politik vor Trump sowie für die CSU nie, dass sie das System samt ihrer Institutionen kippen wollen und die grundlegenden systemischen Regeln infrage stellen. Beim Populismus als Strategie, das versteht man dann, wenn eine politische Partei, eine nicht populistische Partei, eine auf emotionale mobilisierende abzielende Kampagne startet und mit krassen Übertreibungen und Polarisierungen arbeitet, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele von wieder aus Österreich. Die österreichischen Grünen hatten eine Plakatkampagne, da sahen sie eine entsetzt dreinsehende ältere Dame, die ihre Tomaten da ansah, und das Plakat suggeriert, die EU würde als nächstes
die Tomaten verbieten, die Hobbygärtner im eigenen Garten anbauen. Oder im Zuzug des TTIP, des transatlantischen Handelsabkommens, suggerierten Plakate der Grünen in Österreich, die Österreicher würden dann gezwungen werden, Chlorhühner, amerikanische Chlorhühner zu essen. Das sah so aus, wie wenn Huhn in Chlor eingetaucht wären, das müssten sie dann essen. Das heißt jetzt, dass das mögen schlimme Überzeichnungen sind, das ist natürlich in der Polemik und das ist immer bereits Teil der Politik gewesen, diese Art mit Übertreibungen, mit Scripts, mit Schwarz-Weiß-Szenarien zu arbeiten. Das mag man thematisieren, das mag schlimm sein, ist jedoch für mich eine andere Thematik. Nun zum Populismus als Ideologie. Allen Populismen ist gemein der ständige Bezug auf eine abstrakte und nicht näher definierte Konzeption von Volk. Und dieses Volk ist zumeist gut, wahrhaftig, rein, rechtschaffen. Und dieses Volk wird als Einheit weitgehend ohne Klassen, ohne Interessensunterschiede und ohne interne Gegensätze verstanden. Das Volk ist homogen und hat quasi einen Volkswillen. Und die Populisten geben vor, diesen Volkswillen zu verstehen. Die FPÖ plakatiert zum Beispiel dem Volk sein Recht. Das Volk ist, das ist nicht nur das Volk der Werktätigen wie bei den Marxisten oder gar alle Staatsbürger wie bei den Liberalen, sondern es handelt sich um eine amorphe, breite Masse, die viele einschließt, aber bestimmte Gruppen, egal ob Staatsbürger oder nicht, bewusst ausschließt. Echte Kärntner, anständige Österreicher, deutsche Steuerzahler, hart arbeitende Menschen, Heartland Americans, sind beliebte Begriffe bei den Populisten. Die Absurdität dieses Begriffes lässt sich erahnen, wenn Sie fragen, wo denn genau in den USA das Heartland beginnt. Wo ist der erste, or what's the first town of the Heartland? Wer sind die unechten Österreicher? Die nicht, also können ja ohnehin nicht wählen. Oder beispielsweise verfocht die italienische Lega, früher noch Lega Nord benannt, das Ziel der Unabhängigkeit eines fiktiven Norditaliens, das sie Padanien nannte. Sie hatte immer nur ein Problem zu erklären, wie weit denn dieses Padanien nach Süden reichte. Wo war denn der erste Ort im Süden dieses fiktiven Padaniens? Dem nebulosen Volksbegriff der kleinen und rechtschaffenden, hart arbeitenden, alteinsässigen Leute steht ein anderer, ebenso diffuser Begriff gegenüber, nämlich der Feindesbegriff. Es sind die das Volk bedrohenden Eliten und Außengruppen. Diese Eliten sind wahlweise die politische Klasse, die Regierung, die etablierten Parteien, das Establishment, die Oberschicht, die liberalen Medien, die Manager, die Bankiers, die NGOs, Brüssel, internationale Organisationen, aber auch Gerichte und Justiz. Zu den Volksfeinden zählen je nachdem auch Außenseitergruppen, Minderheiten, Immigranten, Moslems, Juden, Künstler, wer auch immer als außerhalb der Gemeinschaft stehend wahrgenommen wird. Die Eliten und die Außenseiter rauben dem Volk seine Souveränität und zwingen diesem eine volksfremde, den Eliten dienende Agenda auf. Das mag eine liberale Wirtschaftsordnung sein, das können Einwanderungsgesetze sein, das Einhalten internationaler Verpflichtungen oder das Schließen politischer Kompromisse. Somit definiert sich der Populismus als Ideologie, als die Behauptung eines Gegensatzes zwischen einem guten Volk auf der einen Seite und einer üblen Elite auf der anderen Seite. Und um dieses Volk nun zu schützen, seien auch radikale Maßnahmen möglich oder notwendig, daher bedarf es eines radikalen Kurswechsels. Populisten treten in erster Linie als radikale Veränderer, als Credible Change Agents auf. Denken Sie bei Donald Trump, der glaubhaft einen Wandel versprechen kann und glaubhaft einen Wandel suggeriert. In erster Linie verbindet sich dann der ideologische Populismus dann mit anderen Ideen, nämlich Ideen und Konzepten der Linken oder Rechten, also sogenannten Wirtsideologien, Host Ideologies, die dann aus dem Populismus einen Links- oder Rechtspopulismus machen. Und erst diese Wirtsideologien geben dem Populismus eine Programmatik und eine Stoßrichtung und wie alle Ideologien besagt auch der Populismus, wo das Problem liegt, wer schuld ist und was zu tun ist. Und im Rechtspopulismus verbinden sich nun der Populismus mit radikalen rechten Vorstellungen der Welt. Die radikale Rechte stellt sich gegen die Tradition der Aufklärung mit ihren Prinzipien wie Liberalismus, Universalismus und Humanismus, vertritt den Glauben an die Hierarchie der Menschen aufgrund biologischer, rassischer und kultureller Unterschiede
Und dies wiederum begründet für die radikale Rechte unterschiedliche Wertigkeiten der Menschen und unterschiedliche Anspruchsforderungen und Anerkennungsforderungen der Menschen. Doch im Gegensatz zur alten Rechten, also den alten Nazis, wenn Sie wollen, die solchermaßen noch ihre intellektuelle und kulturelle und politische Hegemonie rechtfertigten, wie Kolonialismus oder Lebensraum, bedient die neue Rechte diese Ideen, um kulturelle Autonomie, kulturelle Selbstbestimmung zu betonen. Das heißt, der Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit, der kulturelle Relativismus der alten Rechten ist somit wieder auferstanden, wiederbelebt worden, indem die Unantastbarkeit des eigenen Ethnos, der eigenen Bevölkerung propagiert wird. In der Regel werfen dann Populisten eine idyllische und idealisierte Gemeinschaft, in der die ethnisch und kulturell einst noch unverfälscht angestammte Bevölkerung harmonisch und sich geborgen fühlend zusammenlebte, bis dann die Modernisierung und die Internationalisierung und damit alles Übel über sie hereinbrach. Trump sagt zum Beispiel, dass Amerika von 1958 seinen Idealvorstellungen des idealen Amerikas sehr nahe komme. Dass damals Schwarze massiv unterdrückt wurden, dass Lynchmorde im Süden noch an der Tagesordnung standen, dass Frauen von der politischen Entscheidung ausgeschlossen waren, werden in diesen idealisierten Rückblicken ausgeblendet. Im Gegensatz zu anderen extremistischen Gruppen sind die Populisten jedoch in der Regel nicht gewaltbereit und auch nicht formal antidemokratisch. Das heißt, sie fordern eben nicht einen demokratischen Umsturz, einen gewaltsamen Umsturz des Systems. Ja, in vielen Fällen sind sie sogar für einen Ausbau der direkten Demokratie. Sie sind auch nicht einmal besonders dogmatisch und das macht sie auch so erfolgreich, weil sie im Gegensatz zu der harten Rechten, zu traditionellen Rechten bereit sind, bei Gelegenheit und wenn sich die Situation bietet, auch ideologische Versatzstücke über Bord zu werfen. Populisten sind höchst opportunistisch, flexibel, wandlungsbereit. Sie passen sich an das Umfeld an und ändern ihre Aussagen, wenn notwendig. Mal sind die Feinde die Ausländer, mal die Bankiers. Mal sind es die Imanzen, die Frauen unnatürliche Werte einreden. Dann wiederum sind es die islamischen Ausländer, es ist der Islam, der unsere emanzipierten Frauen bedroht. Die FPÖ war die erste Partei in Österreich, die für die Europäische Union war, jetzt ist sie gegen sie. Sie war mal antiklerikal, jetzt ist sie pro-katholisch und pro-christlich, will das Abendland retten. Sie war antisemitisch, heute fahren ihre Führer nach Israel, lassen sich vor Elisabeth Panzer fotografieren und sie ist anti-arabisch. Früher war sie pro-amerikanisch, jetzt ist sie pro-russisch. Populisten spalten sich auch oft und haben sehr viele interne Konflikte. Bei der FPÖ liegt die letzte Spaltung erst 3 Jahre zurück, bei der AfD ist sie quasi ein Dauerzustand. Daher ist die formale Programmatik auch sehr dünn und zu vielen Punkten haben diese Parteien herzlich wenig zu sagen. Das ist auch immer einer der Knackpunkte. Stattdessen versuchen Populisten, den Diskurs und die Themen immer auf ihre Themen zu, die Diskussion auf ihre Themen zu legen: Migration, Islam und die Schröpfung des kleinen Bürgers oder der kleinen Bürger. Diese elastische Positionierung macht es den Populisten möglich, breite Wählerschichten anzusprechen. Ihre Bereitschaft zu unkonventionellen Politikformen und Politiker neuen Typs tun ein Übriges. Dennoch bietet die Programmatik sehr viel Widersprüchliches, also Versprechen, Vorhaben zu verwirklichen, die einander widersprechen. Das führt dann auch oft zu Problemen und zu einer gewissen Entzauberung, wenn Populisten in Regierungsverantwortung kommen und diese Versprechungen umsetzen müssen, was eben der österreichischen FPÖ in ihrer ersten Regierungszeit auch passiert ist. Die Partei ist dann ja auch implodiert und hat sich gespalten. Nach der Entstehungsphase seit den 70ern bis ins erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends sind jetzt die Populisten dabei, wie gesagt, ins Zentrum der Macht vorzudringen. Das passiert auf verschiedene Weise. Das passiert einerseits, so wie in Italien, wenn den Zentrumsparteien die Wähler davonlaufen und sie dann nur noch die populistischen Parteien einfach stark genug sind, aus eigener Kraft eine Regierung zu bilden. Das passiert wie in Polen, wenn sie quasi eine moderate Mitte haben und eine radikale Rechte und die miteinander im Wettstreit sind, ist es ganz klar. Es können nicht immer die Moderaten gewinnen. Einmal gewinnt auch die andere Seite. Und so konnte eben auch die Partei Recht und Gerechtigkeit, die bis in Polen eine sehr radikale Regierung bilden.
Oder es passiert wie in den USA, dass eine etablierte Partei von innen heraus von einer radikalen Gruppe übernommen wurde. Donald Trump und seine Anhänger bei den Republikanern. Oder es passiert wie in Ungarn, dass eine rechtskonservative Partei mit einer Partei noch weiter rechts im Wettbewerb liegt und dadurch immer weiter nach rechts driftet. Oder wie in Österreich durch eine Koalition zwischen den Rechtspopulisten mit den Bürgerlichen. Die Veränderungen auf nationaler Ebene werden natürlich europäische Konsequenzen haben. Man rechnet, dass im nächsten Europäischen Parlament 25% der Sitze von euroskeptischen und populistischen Parteien eingenommen werden. Und während es wahrscheinlich bei der gemäßigten Linken dramatische Einbrüche geben wird. Welche Ausprägungen finden wir nun in Europa des Rechtspopulismus oder des Populismus? Wie erwähnt, haben wir in West- und Nordeuropa einen bestimmten Populismus-Typ des Rechtspopulismus. In Mittel- und Osteuropa finden wir andere und in Südeuropa sogar Linkspopulismus. In Westeuropa finden wir zumeist die eine populistische radikale Partei, also das ist das Muster, eine antisystemische Protestpartei, die einen Aufstieg erfuhr und die zwischen 38%, die Schweiz ist da sehr weit vorne, die Schweizerische Volkspartei liegt fast bei 30%, also zwischen 38% liegen diese Parteien, je nach Wahl, je nach Themenlage und je nach Anzahl von vorhandenen Parteien. Bei diesen Parteien handelt es sich entweder um ehemalige Kleinparteien, die dann den Populismus entdeckten und dann groß wurden, oder es handelt sich um Parteien, wo charismatische Führungspersönlichkeiten Protestparteien gründeten und die dann als persönliche Parteien dann betrieben. Ein Beispiel wäre die der Front National in Frankreich oder die Partei der Freiheit in den Niederlanden von Geert Wilders. Oder es waren mal ehemals nationalistische Parteien, die dann im Laufe der Zeit immer populistischer wurden, weil sie sich einfach nie weniger mit nationalen Fragen, sondern stärker mit Immigration und Islam beschäftigen. Das wäre die Partei Vlaams Belang oder der Vlaams Blok, also das wären die belgischen Populisten. Haben wir in Westeuropa das Muster, dass es quasi ein etabliertes Parteienspektrum im Zentrum von moderaten Parteien gibt und auf der anderen Seite eine radikale Außenseiterpartei und eine Ghettopartei. Und diese Außenseiterpartei war von den normalen Kanälen der Macht abgeschnitten und musste, um Wähler zu gewinnen, sich neue Kommunikationswege, neue Politikformen einfallen lassen. Sie musste sogenannte Winning Formulas anwenden, also Bereiche für sie erobern und thematisieren, die für andere Parteien tabu waren. Sie musste auch dafür sorgen, für eine aufregende, für eine unterhaltsame, für eine unkonventionelle Art der Politik, indem sie dann auch Personen erreichen konnte, die eigentlich nicht mehr am politischen Leben teilnahmen. Und damit haben wir auch diese klassischen Antipolitiker oder die Politiker neuen Typs, wie Haider, Le Pen, Blocher, Bossi, De Winter und so weiter. Was diese Parteien verbindet, ist ihre extreme Fremdenfeindlichkeit, ihre Islamophobie, ihr Euroskeptizismus und ihr Nativismus. In Osteuropa ist die Situation etwas anders und komplexer. Dort ist die Parteienlandschaft insgesamt fluide und die Grenzen zwischen etablierten und neuen Parteien und Außenseiterparteien sind sehr fließend. Dann gibt es dort soziokulturelle, nicht aufgearbeitete ethnische Konflikte sowie die Überzeugung vom Westen, kulturell wie wirtschaftlich bestimmt zu werden. Das führte zu einer bunten Landschaft diverser Rechtsparteien, die miteinander in Konkurrenz liegen und das schaukelt sich dann auch entsprechend auf. Dort haben sich in Folge eben große Parteien der rechten Mitte stärker nach rechts entwickelt oder es entstanden Parteien weit rechts der Mitte, nur traten die von vornherein als Großparteien auf und diesen Parteien gelang es relativ rasch, die politische Macht zu erobern. Eine besondere Rolle in Osteuropa spielt der späte EU-Beitritt jener Länder, denn bei diesem späten EU-Beitritt musste das politische Establishment in diesen Ländern harte wirtschaftliche Beitrittsbedingungen verantworten. Und das war quasi die Stunde Null für viele populistische Bewegungen und Parteien, die sich dann entstanden sind und gegen diese sozusagen Verräterparteien, jene Parteien, die unser Land an den Westen ausverkauft haben, so die Diktion, um gegen diese Parteien ins Felde zu ziehen. In all diesen Staaten in Osteuropa sind Minderheiten, Antisemitismus, Islamophobie, Immigration, die Bevormundung durch den Westen und die Bedrohung
der traditionellen Werte durch den Westen die entscheidenden politischen Themen. Am Balkan wiederum haben wir nicht aufgearbeitete ethnische, vor allem religiös-kulturelle Konflikte, was wiederum zu Parteien mit nationalistisch, aber religiös-nationalistischen und populistischen Zügen führte, in Serbien, in Bosnien, in Mazedonien, in Kosovo und Albanien. In gewisser Weise, das ist vielleicht jetzt die jüngste Erkenntnis, ist es nun paradoxerweise in Westeuropa, dass wir in Westeuropa nun beginnen festzustellen, eine Fragmentierung des populistischen Parteienspektrums. Also dieses klassische Modell des Westens, der einen Außenseiterpartei und der restlichen Parteien, scheint nun aufzubrechen. Und wir driften so ein bisschen Richtung osteuropäischer Verhältnisse. Wenn wir uns jetzt Italien ansehen, dort konkurrieren jetzt zwei populistische Parteien gegeneinander, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega. Oder auch in den Niederlanden, auch dort haben wir zwei, das Forum für Demokratie von Thierry Baudet oder die Partei für die Freiheit von Geert Wilders. Also das ist eine ganz neue Entwicklung und da müssen wir sehen, ob das auch in anderen europäischen Ländern passiert. Nun am Schluss, welche Auswirkungen hat der Populismus auf die europäische Politik und das Parteiensystem? Wie erwähnt, sind populistische Parteien nicht per se antidemokratisch, sie sind ideologisch flexibel, ambivalent, opportunistisch und wandlungsfähig. Popularität ist wichtiger als Prinzipien. Damit gelingt es diesen Parteien, breite Gruppen von ganz radikal bis ins bürgerliche Lager oder ins Arbeitermilieu anzusprechen. Die FPÖ ist in Österreich die erste Arbeiterpartei. Die hat mehr Stimmen unter den Arbeitern als die Sozialdemokraten. Und sie hat das seit den späten 90er Jahren. Das heißt, sie vereinigen alle Unzufriedenen und sie verspricht jedem etwas und sie bietet jedem eine Heimat, der sich politisch heimatlos fühlt. Und vor allem spricht sie jeden an, der einen radikalen politischen Wandel wünscht. Und der Trick ist der, dass man zwar fürchtet, dass man zwar die Konsequenzen eines Wandels durchaus auch fürchtet, also auch die Wähler Donald Trumps sind nicht immer überzeugt von seiner Politik, aber für diese Wähler ist doch die Chance auf den Wandel wichtiger als die Furcht vor den Konsequenzen des Wandels. Natürlich ist der Rechtspopulismus eine Gefahr, birgt eine Gefahr für die Demokratie. Zum einen ist er antipolitisch und antipluralistisch, weil er das Volk als Einheit mit einer einheitlichen Meinung darstellt. Alle, die was anderes glauben, sind damit die erklärten Gegner des Volkes und denen wird auch keine Legitimität zugestanden. Zweitens gelten politische Kompromisse als Verrat und der politische Gegner ist der Feind. Somit wird die typische Kooperation über Parteigrenzen hinweg kaum noch möglich. Das heißt, sie haben infolge eine Dauerkoalition der moderaten Kräfte, weil mit den radikalen Koalitionen schwierig sind. Und somit haben sie quasi nur die Wahl zwischen Stillstand und einem radikalen Systemwechsel. Der Grund, dass wir in Österreich seit 30 Jahren große Koalitionen, hat nichts mit dem mit der österreichischen Kultur zu tun, sondern damit, dass die FPÖ als Koalitionspartner bei drei Parteien einfach als Partner nicht zur Verfügung hat, weil sie zu radikal war. Und sie haben Ähnliches ja auch in Deutschland, sie haben ja die Schwierigkeit der Koalitionsbildung in Deutschland gesehen. Populisten fordern zunehmend einen Systemwechsel in Richtung direkte Demokratie. Und besonders die Unzufriedenen auf beiden Seiten lassen sich mobilisieren. Und die neue Volksmobilisierung orientierte die neue Politik stößt sich so vor allem an den Kontrollmechanismen und den Institutionen, gegen die vor allem agitiert wird. Dazu zählen Journalisten, unabhängige Medien, die Justiz und natürlich NGOs und internationale Aufsichtsgremien. Wie das abläuft, kann man in Ungarn und Polen mit ansehen. Zunächst wird die Verfassung geändert, in ein mehrheitenverstärkendes System. Staatliche Medien werden bevormundet, die privaten regierungskritische Presse wird durch ein finanzielles Austrocknen vom Markt verdrängt und schließlich werden unter Druck gesetzt. Tatsächlich kommt es dann, wenn die Populisten an die Macht kommen, dann dennoch nicht zu den systemischen Änderungen zugunsten des kleinen Mannes, sondern in erster Linie zu symbolischer Politik. Mit großen Gesten werden Pseudomaßnahmen gesetzt,
die scheinbar mit den bisherigen Gepflogenheiten aufräumen, aber in Substanz wenig bewirken. Beispielsweise treffen die Kürzungen von Sozialleistungen nicht die immer wieder thematisierten Ausländer oder nur die sogenannten Sozialschmarotzer, sondern viele andere, vor allem jene, die diese Parteien auch gewählt haben. Sind jedoch die Kontrollmechanismen wie Gerichte, Medien, Oppositionsparteien einmal genügend geschwächt, gedeiht im Umfeld der populistischen neuen Machthaber ein System von Korruption und Günstigswirtschaft. Ein Blick in das Ungarn Orbans, in die Slowakei Ficos, in das Umfeld Donald Trumps oder in das System Jörg Haider zeigt das. Unter der Ägide von Jörg Haider als uneingeschränkter herrschender Landeshauptmann Kärntens entstand in diesem Bundesland ein österreichisches Griechenland. Der Schuldenstand stieg auf 1000% des Jahresbudgets. Die Antikorruptionsbehörden sind noch heute beschäftigt, das aufzuarbeiten, und der gesamtösterreichische Finanzhaushalt wird auf Jahrzehnte noch damit belastet sein, die Schulden Kärntens abzutragen. Das heißt, die Politik der einfachen Lösungen, des Bauchgefühls und des gesunden Hausverstandes, wie etwa Trumps Ankündigung, dass Handelskriege gut seien und leicht zu gewinnen wären, oder die Logik der Brexit-Befürworter, dass sich die Briten in Zukunft von wöchentlichen Beitragszahlungen von 150 Millionen Pfund 300 Millionen ersparen würden, erweisen sich als unsinnig und nicht zielführend. Lassen Sie mich am Ende lassen Sie mich folgendes schließen. Der Rechtspopulismus ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Er ist eine Bedrohung, wenn schon nicht für die Demokratie an sich, dann für unsere Art der Demokratie, wie sie sich nach dem Krieg entwickelt hat. Somit ist die europäische Friedensordnung und ihre Stabilität etwas, das auf dem Spiel steht. Der Rechtspopulismus ist längst nicht ein kurzlebiges Protestphänomen oder auch kein Korrektiv für verkrustete Parteienstrukturen. Er hängt auch nicht von einzelnen charismatischen Führungspersönlichen ab. Der Rechtspopulismus taucht in allen Systemen auf, egal ob sie transparent, gut gemanagt, gut verwaltet sind oder anders. Alle rechtspopulistischen Parteien haben längst ihre Führer gewechselt und haben dies unbeschadet überstanden. Die Globalisierung und die Migrationsbewegung in Verbindung mit neuen Medien und der abnehmenden meinungsbildenden Kraft der etablierten Institutionen bietet eine Gemengelage, in der der Rechtspopulismus nahezu ideale Wachstumsbedingungen vorfindet. Die Mobilisierung von Wut, die Verunglimpfung politisch Andersdenkender, das Bedienen von Verschwörungstheorien, das Untergraben von Institutionen, das Verächtlichmachen von Regeln, Moral und Gesetz, die Präsentation von Politik als Auseinandersetzung zwischen Schwarz und Weiß, als Nullsummenspiel, sind nicht nur Ausdruck unschöner politischer Formen oder eines neuen Zeitgeistes, sondern untergraben die notwendigen Voraussetzungen für demokratische Politik. In der liberalen und repräsentativen Demokratie benötigen wir eine verbindliche Grundlage für den Abtausch von Interessen, für die Kompromissbildung. Es bedarf Institutionen und Spielregeln, die allgemein akzeptiert sind. Lassen Sie mich daher mit dem Appell schließen: Der Rechtsstaat, die demokratische Opposition, die freie Presse sowie der Schutz von Minderheiten und das Recht auf unpopuläre Meinungen dürfen nicht dem Beschwören des Bauchgefühls des kleinen Mannes geopfert werden. Ich danke Ihnen.